Das ist das Lebewesen. Vielleicht habt ihr oft öfters mal gesehen, Symbol Nummer 6, das Lebewesen. Das ist X1, X2, X3, der Schöpfer, die schöpferische Fähigkeit und das Erschaffene. Das Erschaffene, das ist in X3, das ist in die Welt der Energien. Und X1 mit weißer Farbe und X2 mit violetter Farbe, das ist ja das Oberbewusstsein. Aber hier gibt es keinen Orangering, hier gibt es einen gelben Kreis. Und die gelbe Farbe symbolisiert dann also der Gefühlskörper. Wir haben also verschiedene Grundenergiekörper. Wenn wir sterben, dann haben wir keinen physischen Körper. Dann muss ein anderer Körper das Bewusstsein tragen. Und das nächstentwickelte in der Reihe, das ist Gefühlskörper. Und Martinus meint auch, es gibt Menschen, die haben, hier in der physischen Welt, dann haben sie der Gefühlskörper so entwickelt, dass sie werden Medien oder Clairvoyanten und sowas. Er hat so nebenbei gesagt, zum Beispiel, dass Uri Geller hat sehr große psychische Muskeln gehabt oder er hat eine übertriebene entwickelte Gefühlskörper. Und also Medien und Clairvoyanten, die haben den Gefühlskörper ein bisschen zu viel entwickelt. Aber dann können sie auch in der geistigen Welt erleben. Und das Symbol nennt er, also das Lebewesen, Nachtbewusstsein. Wenn wir wach sind, dann sind wir im physischen Körper. Dann haben wir unser Bewusstsein auf der physischen Ebene. Wir haben also ein Tagesbewusstsein auf der physischen Ebene. Hier haben wir mit den gelben Farben, das symbolisiert, dass während des Schlafes und während des Todes wird das Bewusstsein von Gefühlskörper getragen. Und das ist ja gemeinsam, wenn wir sterben und wenn wir schlafen, dann geht das Bewusstsein von der physischen Welt in der geistigen Welt. Dann hat er auch, man kann also betäubt werden, Anästhesie, dann geht das Bewusstsein auch von der physischen Seite zur geistigen Seite. Dann kann man ein Unglück erleben und das ist so schmerzhaft, dass dann fällt man in Ohnmacht. Und dann geht man auch von der physischen Ebene in der geistigen Ebene. Und dann hat er noch zwei genannt. Das ist das mit den Medien und Clairvoyanten. Die können ja auch auf der geistigen Ebene gehen. Edgar Cayce ist sehr berühmt. Edgar Cayce, man nimmt Edgar Cayce der schlafende Prophet, weil der lag auf dem Couch und ging in Trance. Dann hat man mit einem Tonbandgerät seine Aussprüche registriert. Aber nachher wusste er nicht, was er gesagt hatte. Er erinnert sich nicht daran. Das ist ja auch ein Beweis dafür, dass er war in der geistigen Welt. Und da ist sein Bewusstsein nicht vom physischen Körper getragen worden, sondern vom Gefühlskörper getragen worden. Ja, dann möchte ich gerne fortsetzen mit der Reise durch das Reich des Todes. Das ist eine Reise zwischen zwei Inkarnationen. Und Martinus hat drei Symbole gezeichnet. Durch den Tod 1, durch den Tod 2 und durch den Tod 3 gezeichnet. Und hier haben wir durch den Tod 1. Und dann haben wir am unten so eine orange Figur und die orange Farbe ist die Farbe des Tierreiches. Das ist der physische Welt. Und da gibt es 16 Figuren, schwarz-weißen Figuren, und das symbolisiert Erdenmenschen auf verschiedene Entwicklungsstufen. Und links, da haben wir ein Feld, das ist ja fast schwarz. Das ist also sehr primitive Naturmenschen, die sind sehr kriegerisch eingestellt und kämpfen um Überleben. Und dann sehen wir, wenn wir rechts gehen, dann kommt also mehr und mehr Licht in diesen Feldern rein und dann kommt also mehr Humanität und Liebe in diese, im Bewusstsein dieser Wesen. Und ganz rechts, dann gibt es ein Feld, ist nur weiß. Und dann, das symbolisiert, dann hat man also kosmisches
Bewusstsein bekommen. Das ist Figur Nummer 16 rechts. Aber über diese orange Figur gibt es so ein Rektangel. Und das ist also, was Martinus nennt, die Paradieszone und Fegefeuerzone. Auf diesem Symbol hat er das mit zwei Teilen eingeteilt. Er kann ja nicht alles auf einem Symbol zeigen, aber eigentlich gibt es drei Stufen nach dem Tode, wo man auf physische Vorstellungen lebt. Wenn man stirbt, lebt man noch mit irdischen Vorstellungen. Man ist nicht richtig in der wahren geistigen Welt reingegangen. Das heißt also, er spricht also von Fegefeuer. Das ist, wenn man zum Beispiel einen Selbstmord verübt, dann glaubt man, man hat so große Probleme, man sieht keine andere Lösung als Selbstmord. Aber Martinus sagt, das löst das Problem überhaupt nicht, weil wenn man dann stirbt, dann verliert man den physischen Körper. Aber die Gedanken sind dieselbe. Der Tod ist der größte Überraschung des Lebens. Das Erste, man erlebt, wenn man tot ist, das ist, dass man lebt. Man hat dieselbe Gedanken. Aber die fünf Sinnen, also man kann nicht mit physischen Sinnen wahrnehmen. Das heißt, die äußere Welt fällt weg. Und was bleibt dann zurück? Nur das Bewusstsein, die Gedanken. Dann heißt es, dann lebt man in einem Welt von Bewusstsein. Und Martinus sagt, dass der Zweck dieser ersten Stufe ist, dass man soll sich bewusst werden an sein eigenes Bewusstsein. Wie kann man wirklich erkennen, wie ist mein Bewusstsein? Ja, dann kann man die äußere Welt wegnehmen. Das hat nicht direkt so mit mir zu tun. Und das heißt, wenn man Selbstmörder ist, dann hat man graue und dunkle Gedanken. Dann kommt man in eine entsprechende dunkle und graue Welt rein. Und es ist ein Vorteil hier mit der physischen Welt. Die Sonne scheint, die Vögel singen, die Bäume blühen und es schöne Blumen, Menschen lächeln, das ist ganz schön. Es ist möglich, in der physischen Welt Licht vom Rausen im Bewusstsein zu bekommen, auch von deprimierten Leuten. Da kann man ermuntert werden von anderen Menschen, von der Natur und sowas. Das geht nicht, wenn man gestorben ist. Dann ist man in eine Welt, die ist auf dieselbe Wellenlänge. Hat man dunkle, böshafte Gedanken, dann kommt man zu genau denselben Wellenlänge. Dann könne man dann auch andere Menschen treffen mit denselben Wellenlänge. Und das ist also eine sehr schlechte Welt, so zu sagen. Aber das ist keine Hölle, man hat kein Urteil bekommen. Man soll nur sein eigenes Bewusstsein erleben. Und dann soll man sich also mit diesen physischen Gedanken abwöhnen. Martinus hat diesem Symbol in mehreren verschiedenen Vorträgen erklärt. Und in diesem sechsten Symbolbuch, also das ewige Weltbild Band 6, hat er ein Beispiel gegeben. Diese unglücklichen Menschen, die spüren, das ist sehr schlimm, es ist, als ob es gibt keine Zeit. Da passiert nichts. Und Sie können sich nicht bewegen, sie sind im Leer oder sowas, sie können nicht weggehen. Es gibt so Höhe, Berge, das ist nur dunkel und da oben gibt es ein bisschen Licht. Sie können sich nicht rauskommen, sie können nicht raufklettern. Sie sind nur in diese dunkle Welt und da passiert nichts. Es ist, als ob die Zeit steht stille. Das ist ja auch interessant mit der geistigen Welt. In der geistigen Welt braucht man nicht zu essen, man braucht nicht zu schlafen. Es gibt ja auch Medien, man hat sie gesprochen. Was macht man da auf der geistigen Welt? Wie sieht die Häuser aus? Sie sprechen nie von Schlafzimmer. Sie sprechen nie von WC, Toilette. Sie sprechen nie von Küchen. Die sitzt immer in die Stube, im Salon. Und die Zeit vergeht ja an und für sich auf der geistigen Ebene. Aber mein
Leben ist ja, nun musst du schlafen, nun musst du aufstehen, frühstücken, Mittagessen, Abendessen, nun ist es Sommer, Winter und deshalb hat man so einen bestimmten Rahmen. Aber da auf der geistigen Ebene gibt es nicht Sommer und Winter, Abend und Nacht, man kann sich das vorstellen. Aber man braucht ja nicht zu schlafen, man braucht nicht zu essen und deshalb spürt man es, als ob die Zeit steht stille. Da gibt es geistige Wesen, es gibt Schutzengel, die können helfen. Aber wenn die Leute keine Hilfe haben will, dann können sie nicht helfen. Das kann böshafte Menschen sein, die sind böse und aggressiv. Dann kommt ein Schutzengel, geht weg, kann selbst nicht mit dir sprechen. Und die sind immer noch böse da auf der geistigen Ebene. Aber dann müssen sie genau so lange in ihr eigenen Gedanken leben, wie sie wollen. Aber dann sagen sie, was ist denn doch das? Ist das Hölle? Und dann wünschen sie wirklich, auf diesem dunklen Zustand rauszukommen. Da kommt zum Beispiel ein Schutzengel, das ist ein Beispiel von diesem Vortrag im Buch. Dann sagt der Schutzengel zu diesem Selbstmörder, nun soll ich das erklären, wie das hier in der geistigen Welt klappt. Das hier ist eine Welt von Gedanken. Stellt ihr mal vor, in der geistigen Welt braucht man keine Hände und keine Füße. Es gibt keinen Fußboden, es gibt keine Erde, weil das ist eine magnetische, elektrische Welt. Hier werden wir 70, 80, 90 Jahre auf dem festen Grund rumlaufen. Das braucht man nicht. Man braucht keine Hände und Füße. Womit kann man dann manövrieren? Wie kann man sich äußern? Wie kann man erleben? Das ist ein reines Bewusstseinssache. Und die Gedanken, die besteht auch Elektrizität und Magnetismus. Und das heißt, man kann also die Gedanken sehen. Martinus sagt lustigerweise, auf der geistigen Ebene können man sprechen. Aber die anderen können schon, bevor man die Wörter ausspricht, sehen, was man denkt. Wenn man gehört zu diesen Menschen, die denken, bevor man spricht. Aber dann braucht man nichts zu sprechen, weil da gibt ja so eine telepathische direkte Kontakt. Dann soll also der Schutzengel, der arme Mensch, diese Regeln übertragen. Dann sagt er zum Beispiel zu diesem Mensch: Nun werde ich dein ein Beispiel geben. Nun denke ich an eine schöne Blume. Und dann plötzlich, dann ist es eine Blume da. Und dann kann er zu den anderen, du kannst vielleicht an einen Bleistift denken. Stell dir mal vor, hier gibt es einen Bleistift. Und dann kommt ein Bleistift zum Vorschein, weil das ist eine Gedanke. Und wenn man an einen Bleistift denkt, dann ist er da, weil das ist ja ein elektrisches, magnetisches Phänomen. Ja, aber du könntest dich vielleicht etwas Größeres denken. Du kannst an einen grünen Baum denken, dann steht der Baum da. Du kannst vielleicht etwas Größeres denken. Du kannst vielleicht an den schönen blauen Himmel und weiße Wolken und Sonne und Mond. Und dann steht es da. Dann können die stufenweise diese unglücklichen Menschen zeigen, dass hier schafft man selbst die äußere Welt. Aber dann gibt es auch auf der geistigen Ebene kollektive Gedankenvorstellungen. Bei den Moslems hat man so und so ein Paradies, die Wikinger hat so und so ein Paradies, die Buddhisten hat so und so ein Paradies. Und als ich Kind war in der Schule, dann hat man ja davon gehört, wenn man stirbt, dann kommt man zu Gott. Der sitzt auf ein goldenes Thron und links von ihm sitzt Jesus und rechts der Heilige Geist. Und dann steht ja da Engel mit Flügeln und die haben so Psalmen gesungen und das ist Harpenspiel und da wiftet man mit Palmenzweigen und sowas. Also man hat so als kollektive Vorstellungen. Deshalb können die Menschen, die diese kollektive Vorstellung hat, die können sich da sammeln. Und dann stehen sie wirklich da und mit diesen Palmenzweigen und singen und sowas. Und da können sie stehen, wie lange, wie sie wollen. Aber das wird ja auch ein bisschen langweilig, nur so mit einer der Palmenzweige da zu stehen oder dieselbe Sangen zu. Aber Martinus sagt, diese Vorstellungen haben wir vom Unterricht hier auf der physischen Ebene. Die Wikinger, da haben sie ja den ganzen Tag gekämpft und die haben einander getötet. Und dann am Abend, dann sind sie alle nach Hause gegangen. Und dann konnte, auch wenn sie getötet worden war, dann könnten sie in diesem Paradies die Kampf weitermachen. Und die Wikinger hat auch eine Hölle gehabt. Das hat man Helheim genannt. Wenn man ganz friedlich war und ganz natürlich gestorben war, dann ging man zur Hölle. Helheim. Aber wenn man im Kampf gestorben war, dann ging man zu Valhall.
Und das zeigt ja, dann haben sie ja kämpferische, tötende Ideale gehabt. Aber Martinus meint, sie haben tatsächlich ihr Paradies erlebt. Und deshalb meint Martinus, es gibt zwei verschiedene Paradiesvorstellungen. Und das ist ein inhumanes Paradies mit solchen Vorstellungen als den Wikingern. Und dann gibt es ein humanes Paradies. Also, die erste Teil auf der geistigen Ebene, da hat man also ein Fegefeuerzone für unglückliche Menschen und dann eine inhumane Paradies und eine humane Paradies. Und hier sehen wir dann mit diesem schwarzen Farbe, dann gibt es ja auch so ein Knochenmann und Feuer und sowas. Das symbolisiert also Fegefeuer. Es könnte auch sogar Fegefeuer und inhumane Paradies symbolisieren, die beiden Dinge. Und dann haben wir die goldene Stadt. Ich habe im Google Pictures nach Jerusalem gesucht. Und da habe ich gesehen, dass es gibt also Bilder von Jerusalem, die sieht fast so aus. So, ich bin also davon überzeugt, dass Martinus hat auch so ein Bild von Jerusalem gesehen, die goldene Stadt. Aber er hat es nicht geschrieben. Aber das ist also ein Symbol für Paradies, für humane Vorstellungen. Aber die sind noch nicht in die richtige, wahre geistige Ebene reingegangen, weil sie leben immer noch auf diese physischen Vorstellungen. Und es ist auch interessant, dass es kann also gute Menschen sein. Sie sind liebevoll, sie wollen Nächstenliebe praktizieren, sie sind sehr friedlich, sie glauben an Gott. Und dann kommen sie auch zu irgendein humanen Paradies. Aber die haben noch nicht verstanden, dass man braucht nicht auf am festen Unterlage zu gehen und sowas. Deshalb müsst auch Schutzengeln helfen, die physische Gewohnheitsfunktionen auszuschalten. Also wir haben ja so viele, man muss ja mit den Füßen gehen und mit den Händen nehmen und mit den Augen sehen. Aber so ist es nicht auf der geistigen Ebene. Martinus sagt ja auch, das ist eine mineralische Welt. Weil Elektrizität, das ist nicht vegetabilisch oder animalisch. Die geistige Welt ist mineralisch. Die geistige Welt ist eine elektrische, magnetische Welt. Dann hat Martinus auch von Gespenster gesprochen und auch von Besessenheit. Aber das ist zwei verschiedene Phänomene. Es gibt neu verstorbene Menschen, die können versuchen, Menschen hier auf der Erde zu besessen. Also mit drogensüchtigen Alkoholikern, sexuelle Perversitäten. Wenn solche Leute stirbt, dann versuchen sie, zurück zu der Erde zu kommen, um diesen Rausch, physischen Rausch zu bekommen. Und das ist ja ganz unangenehm. Ich weiß, innerhalb der katholischen Kirche gibt es viele Pfarrer oder Priester, die arbeiten mit Exorzismus. Und das ist, weil sie sind also von neu verstorbenen Menschen besessen worden. Aber Gespenster, das ist etwas anderes. Das ist physische Gewohnheitsfunktionen. Und da sagt Martinus also, es gibt die blaue Frau, sie ging jeden Abend durch den ganzen Schloss um Mitternacht. Und dann hat sie 30, 40, 50 Jahre lang gemacht. Und dann macht sie das, das ist eine Energiekombination. Und die sind von ihrer Bewusstheit so aufgeladen worden, das kann sich wiederholen. Und da hat Martinus sogar gesagt, 400, 500, 600 Jahren kann das andauern. Aber er sagt, es ist ja mineralisch und deshalb wird es allmählich verwittern oder sowas. Als ich Kind war auf dem Hof, ich bin auf einem Hof geboren, da haben wir so ein Magnet gehabt, wie ein Pferdschuh, diese Pferdschuhmagneten. Und dann habe ich auf dem Hof so einen Eisenstang gefunden. Dieser Eisenstang war nicht magnetisch, nicht magnetisch. Dann habe ich den großen Magnet genommen und dann habe ich so 100 Male gemacht und danach war diesem Eisenstang magnetisch geworden. Das war sozusagen mit Magnetismus aufgeladen worden. Dann habe ich den Stang weggelegt. Dann habe ich es 2, 3 Jahre später gefunden und dann war es nicht länger magnetisch. Also dann hat es so stufenweise oder allmählich seinen Magnetismus verloren. Und so ist es also auch mit Gespenstern. Die werden so ganz allmählich auch auf irgendeine Art erodieren oder erodieren,
Ja, so ganz, weil, sagt Matthäus in seinen Argumenten, ich bin ja Chemiker, Ingenieur, das fand ich ganz lustig. Ja, aber die würden ja weggehen, weil es ist mineralische Materie. Also er hat auch gesagt, wenn man zum Beispiel in einem Unfall stirbt, ein Autounfall, Motorradunfall, dann versteht man überhaupt nicht, was passierte. Ich bin um die Ecke gefahren, über die Brücke und dann links. Das versteht mich, was ist da passiert? Ich bin um die Ecke gefahren, über die Brücke und links. Das versteht man nicht. Und man kann das wiederholen und wiederholen, weil man glaubt nicht an der geistigen Welt. Man versteht nicht, was passiert ist. Und dann kann man das im Gedanken wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und das ist ja auch eine Energiestruktur. Und dann gibt es also Medien, Hellsehern und sowas. Die können ab und zu mal mit so einer Unfallstelle, dann können sie sehen, hier ist einmal ein Unglück passiert. Weil dieser Mensch auf der geistigen Ebene haben diese Gedanken so oft wiederholt, dass da entsteht ein elektrisch-magnetisches Feld und kann dann da stehen, vielleicht einige Jahrhunderte vor es verwittert und verschwindet. Aber das mit den Gespenstern ist nicht dasselbe als Besessenheit. Das heißt, man hat ja auch Schmetterlinge, die haben so ein Larvenstadium und Puppenstadium. Hinter sie lassen sie eine Puppenschale. Gespenstern ist like so eine Puppenschale. Das ist also etwas, man hat sich hinterlassen. Und Martinus sagt, die Schutzgeister können also helfen. Das ist, wie man in der Küche mit Zwiebeln arbeitet. Dann tagt man eine Schicht weg, dann kann man das so wegnehmen. Und die Schutzgeister machen eine psychische Operation. Martinus spricht sogar von einer Persönlichkeitsspaltung. Die Schutzgeister gehen rein und die können dann alle physischen Vorstellungen wegnehmen. Und alle Bosheit und Feindschaft können sie wegnehmen. Man hat vielleicht fast das ganze Leben, ein Problem mit seinen Nachbarn gehabt. Aber dann stirbt man und dann kann man zum Paradies. Wie schön. Aber nach 5 Jahren, dann stirbt der Nachbar auch. Oh nein, kommt er auch hier im Paradies? Aber da sagt Martinus, nee, also wenn man sich dann im Paradies treffen mit Gegnern und daran erinnert man sich nicht, das ist total weg. Da kann man nur das Licht erleben, wie man hat. Er sagt, es kann vielleicht ein boshafter Mann, er ist ein böser Kerl sein. Aber vielleicht hat er einen kleinen Hund geliebt. Diese Liebe zu diesem Hund, das ist ja auch ein Licht. Und genauso viel Licht, wie man in sich hat, kann man auf der geistigen Ebene. So Martinus sagt, man geht eigentlich in der geistigen Welt rein mit ein reduzierter Bewusstsein. Weil da die Reste ist nur die guten Dinge. Und also alle diese physischen Gewohnheitsfunktionen wird weggenommen. Und dann hat er etwas sehr interessant gesagt mit den Gespenstern. Die Schutzengel können diese physischen Gewohnheiten weg vom Bewusstsein nehmen. Und diese Gedanken hat Form wie einen physischen Körper. Und diese physische Gewohnheitsfunktion, die weggenommen wird, das ist also Gespenster. Aber sie sind ja ohne Ich- und Schöpfungsfähigkeit. Das ist wie eine Puppenschale. Das ist nur die Resten von dieser Gewohnheit. Man hat diese Funktion wiederholt. Und dann gehen wir im gelben Bereich. Und ich glaube, dass hier unten, also die gelbe Region fängt ja eigentlich schon an hier. Das ist gelb. Das ist das wahre Menschenreich. Und hier hat Martinus dann also kosmisch bewusste Lebewesen symbolisiert. Und die können direkt in der geistigen Welt gehen. Die haben nicht diese Probleme. Und in diesem wahren Menschenreich arbeitet man ja mit Liebe. Und da können man also auch selbst als Schutzengel mithelfen. Verstorbene können die Hinterlassenen auf der physischen Ebene helfen. Eine Mutter stirbt von kleinen Kindern, dann können sie also Schutzengel für die Kinder werden. 2 gute Freunde, ein stirbt, dann kann der Verstorbene als auch Schutzengel für der Freund oder Freundin sein. Die können also so helfen. So, da in diesem Reich gibt es vollkommene Menschen. Es gibt ja im Spiralkreislauf gibt es das wahre Menschenreich. Da gibt es Christuswesen, vollkommene Wesen, richtige Menschen. Aber während des Todes
machen wir eine Reise durch diesen Reich. Deshalb gibt es zwei verschiedene Arten von Schutzengel. Es gibt unfertige Menschen, unfertige, verstorbene Menschen, und dann gibt es also wahre Menschen, die sind Schutzengel. Und Martinus hat nicht so viel von diesen geistigen Schutzengeln. Wenn man in sein Werk sucht für den Begriff Schutzengel, spricht er fast immer von Eltern und die Mutter. Die sind physische Schutzengel. Das ist ja richtig. Die Eltern und speziell der Mutter wären die Schwangerschaft und sowas. Dann sind sie auch physische Schutzengel. Oder sollte es mindestens sein, physische Schutzengel. Und das habe ich vor ein paar Tagen gesprochen, aber hier sind ja auch Neuangekommene. Dann sagt Martinus, dass Verstorbene können nur zum Guten helfen. Zum Beispiel, ein Kind soll in einen Autounfall getötet werden. Das kann eine Mutter nicht schaffen. Sie können nicht sein Kind eine Idee geben. Du sollst nach dem Ball laufen und sofort holen, und dann springt sie auf dem Autobahn und dann wird sie von einem Auto getötet. Aber Christuswesen, richtige, fertige Menschen, die können sehen, das ist notwendig für das Kind in seiner Entwicklung, das ist notwendig für die Eltern und sowas. Das ist also Karma, das ist Liebe, das ist notwendig. Das heißt, das vollkommene Lebewesen, die können also die Menschen im Tode führen, sozusagen. Die können sehen, das ist versteckte Liebe. Aber das können man ja kaum verstehen. Das können die Eltern nicht tun. Und es gibt auch eine Erklärung da in diesem sechsten Symbolbuch, wo er schreibt, dass die Vorsehung besteht auf wahren Menschen, richtigen Menschen. Und die Vorsehung arbeitet auch mit der ganzen Entwicklung hier auf der Erde. Und die arbeiten auch mit den kommenden Weltkriegen und den früheren Weltkriegen. Und die planen, wo die Bomben fallen sollen und wie die Flüchtlinge weg sollen kommen oder die sollen dahin, sodass eigentlich, wann wird die Menschen so, also wird sich von der Vorsehung bewegt, sodass die Menschen, die Krieg erleben sollen, die werden dahin gehen und die Menschen, die keinen Krieg erleben sollen, die gehen an einen anderen Ort. Und die haben also geplant, da soll der Atombombe fallen und nicht da. Das hört sich ja merkwürdigerweise an, aber alles ist ja unter Gottes Kontrolle und das ist ja das Problem zu verstehen. Ich finde, das Größte bei der Martinus-Kosmologie, das ist, er hat das Böse erklärt. Er hat also die Finsternis und das Böse verteidigt und gerechtigt. Weil er hat das mit dem Kontrastprinzip erklärt, er hat das mit der Entwicklung erklärt und zeigt, das ist notwendig auf dem Wege zum Licht. Aber man kann also auch Schutzengel für einen Verfasser, es gibt einen Mann, der wird ein Friedensliga machen, er würde etwas um Umwelt oder Nonviolent Communication oder es gibt ja Leute, die arbeiten mit verschiedenen Ligen und Vereinen, wo man wird eine humane Welt erschaffen. Dann können sie auch Schutzengel für solche Verfasser sein und können sie solche friedliche Ideen reingeben. So, das gibt also verschiedene Möglichkeiten. Aber hier in der physischen Welt gibt es Grenzen. Mineralen, Pflanzen, Tieren, Erdmenschen, wahren Menschen. Nun hat er ja hier verschiedene Reichen, aber die sind ja alle geistige. So, man braucht nicht die ganze Zeit Schutzengel zu sein. Man kann also auch Gast in die anderen sein. Das ist nicht, man kriegt nicht so eine Arbeit 9:5. Aber wenn die Leute Hilfe brauchen, weiter in der Entwicklung, wenn wir mehr selbstständig wird und mehr liebevoller handeln, dann brauchen wir auch nicht so viel Schutzengel. Dann werden wir ja mehr selbst gehen, dann können wir das selbst erledigen, dann brauchen wir nicht Hilfe von den Schutzengeln. Und dann kommen wir zu diesem grünen Bereich und das ist also das Weisheitsreich, das Intelligenzreich. Und das ist ein Welt von Schöpfung. Und da ist also die geniale Schöpfung. Martinus meint, da hat man die komplexen Organismen der Pflanzen erfunden, die komplexen Organismen der Tieren erfunden. Und Martinus sagt also, eigentlich, wenn wir einen Spaziergang in Natur machen, dann stehen wir Gesicht vor Gottes Gesicht, wie es steht in der Bibel. Also man kann sagen, man kann
zu Gott beten, das ist ein telepathischer Kontakt mit Gott, aber Kontakt mit anderen Menschen, das ist ja auch ein Kontakt mit Gott, weil alle sämtlichen Menschen, Tiere, Pflanzen, die sind ja Zellen in Gottes Körper. So, wir können also Gott begegnen in der äußeren Welt, wir können Gott begegnen telepathisch im Gebet, aber dann können wir sozusagen auch Gott in der Natur begegnen. Die Natur ist ja Gottes Schöpfungswerk. Und für Martinus, das habe ich neulich gelesen, der hat so mit großer Selbstverständlichkeit gesagt, ja, die Schöpfung der Natur oder die Schöpfung Gottes. Für Martinus ist das dasselbe. Die Natur schöpft die Organismen, Gott erschafft die Organismen und Gott erschafft die Organismen. Und diese schöpferische Talenten, diese schöpferische Fähigkeiten, das findet also da statt im Weisheitsreich. Und ja, wie gesagt, man kann vielleicht mit Schmücken, ein Verstorbener hat in diesem Leben mit Schmücken gearbeitet, dann kann man da weitermachen. Vielleicht ist man Kunstmaler, man hat Kunst gemacht, dann kann man da auch da malen. Aber man braucht keine Leinwand, man braucht keine Farben, weil das geht nur mit Gedankenkonzentration. Es gibt vielleicht auch einen Baumeister. Er hat eine Idee gehabt, ich möchte gerne so ein Haus bauen. Aber dann müsste er ja Stein und Holz und Fenster, das ist ja sehr teuer. Aber das macht kein Problem auf der geistigen Welt. Dann sagen, ich möchte gern so ein Haus bauen mit 20 Fenstern und 5 Etagen und diese Farben und diese Materialien. Und alles, was man denkt, das steht da. Weil Gedanken, Bewusstsein, das ist ein elektrisches, magnetisches Phänomen. Und die geistige Welt ist eine geistige Welt, ja, das ist ja also ein magnetisches, elektrisches Welt. Martinus hat so ein kleines Beispiel gemacht. Da steht zwei Künstler, die haben beide schöne Gemälde gemacht. Und da machen man nicht an Leinwand, dann ist räumlich. Dann hat man so ein schönes Naturlandschaft gemacht mit einem See und Vögel und Hirschen und sowas. Das kann kilometerweise da im Raum ausstrahlen. Und dann der andere, der macht ein anderes Gemälde, das geht quer durch den ersten. Man könnte ja denken, das ist Sabotage. Nee, sagt Martinus, man kann sich auf die Frequenz der einen Künstler einstellen. Und dann sieht man nur sein Kunstwerk. Dann kann man sich auf den anderen Künstler konzentrieren und dann sieht man nur sein. Das ist dasselbe, wie ich habe so einen Fernseher und dann drücke ich hier auf Kanal 1, dann kommt ARD und dann Kanal 2, dann wird es ZDF, zweites deutsches Fernsehen und Nummer 3, das ist, was ist das, WDR, also diesem Nordrhein-Westfalen-Programm. Und das heißt also, das ist genau wie mit dem Radioprogramm und Fernsehprogramm. Jeder Kanal hat seine Frequenz. Und wenn man sich auf diesen Frequenz reinstellt, dann kriegt man genau das Programm. Und so ist es auf der geistigen Welt. Es gibt keine großen Abstände. Man soll überhaupt nicht reisen. Also ich soll ja nicht nach Berlin reisen, um ZDF oder ARD sehen oder nach Köln. Das wird überall in Deutschland ausgestrahlt. Und das heißt, die geistige Welt ist überall. Es ist nur eine Frage, man soll sich auf die richtige Wellenlänge einstellen und dann ist es da. So, das ist auch so ganz sonderbar. Aber wenn man an eine verstorbene Person denkt, dann ist diese Person da. Und Martinus kann ja auch einen Trost geben. Wir können zusammen mit den Verstorbenen sein. Wir können zusammen mit den Verstorbenen sein unter dem Schlaf. Aber wir können auch zusammen mit den Verstorbenen sein hier und jetzt. Wenn ich zum Beispiel, nun denke ich an meine Mutter und nun sage ich zu meiner Mutter, vielen Dank für eine harte, aber gute Erziehung zum Beispiel. Ja, dann hört sie das, weil ich habe an meine Mutter gedacht. Dann habe ich auf diesen Knopf gedrückt und dann bin ich auf diesen Wellenlänge und dann kann sie also das empfangen. So, das gibt ganz andere, was heißt es, Regeln auf der geistigen Ebene. Und ich bin ja auch Physiklehrer gewesen und dann gibt es diese 4 Äquationen von Maxwell. Und dann gibt es auch andere Naturgesetze für die Elektrizität. Und ich finde, Martinus hat die geistige Welt beschrieben im
in Harmonie mit diesen physischen Gesetzen. Also der hat die Physik nicht studiert, aber ich kann als Physiklehrer kann ich nicht Martinus widersprechen. Also das ist richtig, wie Martinus das so intuitiv beschrieben hat, weil er hat eine magnetische, elektrische Welt beschrieben und das stimmt mit die Naturgesetzen für Elektrizität und Magnetismus. Und nach das Weisheitsreich, das, was ich sagen möchte, das ist auch, dass in diesem Weisheitsreich, das ist die Kulmination der Schöpfung. Und man braucht keine Körper, aber man kann sein eigenes Körper zum Kunstwerk machen. Ab und zu mal habe ich so Gemälden gesehen von Schutzengeln, ganz schöne Gemälden. Aber dann können wir uns für die Umgebung, also wir können die schönsten Gesichter haben, die schönsten Kleider, da bestimmt man selbst sein Aussehen. Man kann auch den Körper wegnehmen, aber man kann sich also manifestieren und das hängt nur von eigenen Gedanken ab. Und Martinus sagt, da kann man also so wundervolle Dinge, man kann sich auf so eine wundervolle Art und Weise schöne Formen, schöne Farben mit feerischen Musik und sowas. Und da sagt Martinus, das ist die Kulmination. Man steht vor dem Angesicht Gottes. Was man da machen kann im Weisheitsreich, das ist die Kulmination von das vor Gottes Angesicht so stehen, weil das ist so schön. Und das habe ich so toll gefunden, weil diesem Bibelzitat habe ich nie früher in Martinus Werke gesehen. Aber das ist die Kulmination von schöpferischer Fähigkeit. Aber wir kriegen doch einen Geschmack davon, wenn wir in die Natur gehen. Dann in der Natur stehen wir auch vor Gottes Angesicht. Aber die Kulmination ist hier in der geistigen Welt, weil da gibt es keine Grenzen für die schöpferische Tätigkeit. Aber am Ende dieses Reiches, dann interessiert man sich nicht mehr für schöpferische Tätigkeit. Dann möchte man lieber Ideen zu Erschaffungen arbeiten. Dann würde man nicht so praktisch die Erfindungen darstellen, aber man wollte nur mit Ideen zu Erfindungen arbeiten. Man will nur mit Ideen zu schöpferischer Tätigkeit arbeiten. Und das ist ja gerade die Natur von der Intuition. Und dann arbeitet man also mit neuen Ideen. Und am Ende dieses göttlichen Welt arbeitet man nicht so viel mit schöpferischer Tätigkeit. Da arbeitet man mehr mit Ewigkeit und Unendlichkeit. Weil mit der Intuition sitzt man sozusagen auf dem Thron Gottes. Man kann hin und her in Zeit, man kann also in Zukunft und Vergangenheit sich frei bewegen und man kann Spiral nach unten gehen. Man kann die Organspiral, Zellspiral, Stoffspiral, man kann andauern, wie lange, wie man will. Ihr habt vielleicht auch diese Fraktalfilme gesehen, da gibt es so Figuren wie C-Pferden und dann nimmt man ein Detail, vergrößert. Detail vergrößert, Einzelheit vergrößert, Einzelheit vergrößert. Und das ist ja eine mathematische Formel von Mandelbrot. Und das heißt n plus 1. Und dann kann man immer noch ein dazu tun. Und weil der Formel so ist, dann geht es so weiter und weiter. Aber das wird ja auch monoton im langen Laufe. Und so ist es ja auch mit den Spiralkreisläufen. Man könne das machen, so lange wie man will. Aber man ist Herr über Zeit und Raum da in diesem Welt. Martinus sagt, ich habe niemals Grenzen für mein Wissen getroffen. Ich bin nie auf eine Grenze getroffen, wo ich nicht etwas untersuchen kann. Aber ist ja klar, dann kann man 10 Spiralen nach unten gehen, 100, 1000, Millionen, Milliarden, Trilliarden. Also das ist ja nicht interessant, man macht ja nicht weiter. Aber man kriegt nur Antworten auf die Fragen, die man stellt. Bei mir ist es Luxus. Ab und zu mal, wenn ich habe Fragestunden, dann kriegen sie auch Antworten, wonach sie nicht gefragt hat. Aber so ist es nicht mit der Intuition. Da kriegt man nur Antworten auf die Fragen, die man selbst gestellt hat. So war es mit Martinus. In der göttlichen Welt, dann können man also den ganzen Spiralkreislauf überschauen. Aber da am Ende der göttlichen Welt passiert das Eigentümliche. Man wird ein bisschen müde.
Also die Wahrnehmungsorgane, die Sinnen, die werden verschwächert. Also ich vergleiche es mit ab und zu mal abends, dann spüre ich, Mann, ich bin ja müde. Ich bin ja müde. Und dann gehe ich zum Schlaf. Ich habe mich nicht dafür entschlossen. Nun werde ich müde werden. Das kommt zu mir als eine Überraschung. Und man kann satt von allem werden. Und da am Ende der göttlichen Welt, dann wird man müde von Erlebnissen in der äußeren Welt. Man zieht sich ein bisschen zurück. Also man schläft eigentlich sozusagen rein. Man kann sagen, dass wahren Menschenreich, Weisheitsreich und die göttliche Welt, da erlebt man etwas in der äußeren geistigen Welt. Aber den letzten Reich da, Seligkeitsreich, dann gibt es keine Wahrnehmung in der äußeren Welt. Dann geht man in die Welt von die eigenen Erinnerungen. Und eine Stelle sagt Martinus, da kann man einen ganzen Spiralkreislauf erinnern. In großen Spiralkreislauf. Aber verstorbene Menschen können normalerweise 3, 4 Leben zurück erinnern. Dann erinnert man sich, und das ist ja auch sehr, dann braucht man nicht zu Clairvoyante und Medien zu gehen, was habe ich in früheren Leben gemacht, dann kann man das da selbst erinnern. Und nun denke ich dran, nun stehe ich, gucke aus dem Fenster raus. Als ich in Schule ging, saß ich oft. Und dann habe ich durch die Fenster geguckt und dann hat der Lehrer etwas gefragt und ich habe es nicht gehört. Also, und das ist ja, weil eigentlich war ich in der geistigen Welt. Ich habe etwas gedacht, also in meiner inneren Welt. Und dann habe ich nicht gehört, was der Lehrer sagte, weil was da passiert ist. Ich war darauf nicht aufmerksam. Und da gibt es auch diese Kontrastverhältnisse mit inneren und äußeren Welt. Aber dann kann man dann auch ein bisschen mit dem Lebensplan arbeiten. Ich habe ja viel von nahen Todeserlebnissen gehört. Und es scheint, als ob sofort, wenn man stirbt, begegnet man einen Schutzengel und dann passiert das ganze Leben Revue. Und dann kann man so sehen, was man hier in diesem Leben gemacht hat. Und da glaube ich, dann gibt es einen ersten Anfang, dass man macht eine Evaluierung von dem Leben, das passiert ist. Das wird so ein bisschen beurteilt und dann erlebt man das. Aber am Ende, dann kommt man wieder zurück zum Lebensplan. Das ist ja auch interessant. Ja, damals, dann wollte ich Geige spielen und dann habe ich das in einem Leben aufgegeben und dann wollte ich Physiker sein und damit habe ich 3 Leben gearbeitet. Dann kann man also mit seinem Lebensplan arbeiten und dann kann man auch schon einen Status machen. So weit bin ich gekommen und damit werde ich gerne weiterarbeiten. Und da kann es auch sein, diesem Beispiel habe ich in meinem ersten Vortrag hier im Albert Schweitzer auch erwähnt. Und das war, vielleicht kann man da auf der geistigen Ebene sehen, ja, ich bin zu stolz und ich bin zu kämpferisch. Ich möchte gerne mehr Demut haben. Ja, da können wir sehen, dann war es ja gut mit einer Inkarnation, mit Demütigungen. Gibt es was Karma zu holen? Ja, das gibt ganz schön viel. Und dann kann man dann inkarnieren, vielleicht kommt man in einen Rollstuhl oder kriegt große Probleme. Auf der geistigen Ebene, da könnte man sehen, das ist, was ich brauche, um demütiger zu werden. Aber wenn man dann im Rollstuhl sitzt, dann macht es ja vielleicht keinen Spaß. Und da hat Martinus einen Vortrag gehalten in 1969 und das war das Mysterium der Bewusstlosigkeit. Und wir sind ja bewusstlos während des Schlafes und während des Todes. Und in diesem Vortrag sagt er, es ist so wichtig mit einem guten Schlaf. Und da können wir während des Schlafes, können wir in Kontakt kommen mit den Energien, die da waren, als ich mich auch für diese Inkarnation entschließen hat oder akzeptiert hat. Und dann sagt er, man kann sehr traurig werden von großen Problemen. Aber mit einem guten Schlaf, dann kann man Trost oder Energie und Zuvertrauen und Kraft und Inspiration bekommen. Weil während des Schlafes kann man wieder in diese Stimmung kommen. Ich möchte das gerne, weil ich möchte so gerne weiter in meine humane Entwicklung kommen.
Und deshalb können wir dann morgens aufwachen mit Trost und Vertrauen und so. Das war auch so ganz eigentümlich, dass Martinus das so in Parenthese erwähnt hat, dass es ist sehr wichtig. Weil wenn man dann sehr viele Medikamente, Schlafmedizin oder Alkohol oder es tut weh im Magen oder Bein und sowas, dann schlaft man nicht so tief. Und dann kommt man nicht auf die höheren geistigen Ebenen rein. Dann liegt der Schlaf so ein bisschen neben physische und geistige Welt. Und wenn die Qualität von der Schlaf sehr schlecht ist, dann kann man das nicht erleben. Und Martinus meint ja, wir erleben etwas alle sämtliche 8 Stunden, wenn wir schlafen. Nicht nur während dieser REM-Perioden, Rapid Eye Movement-Perioden. Wir erleben etwas die ganze Zeit. Aber was wir dann außer dieser REM-Periode erlebt, das können wir überhaupt nicht hier reinholen. Martinus sagt, wir müssen diese Erlebnisse von der geistigen Welt in der physischen Welt überführen. Und das nimmt ein gutes Gedächtnis in Anspruch. Und wir haben so ein geschlechtes Gedächtnis. Das heißt, wir haben so schwache Muskeln, um diese Erlebnisse übertragen zu können. Das ist aber das hat auch einen Sinn. Wir sollen nicht so gut Gedächtnis haben. Jeden Tag hat reichlich mit Tränen hervorbringenden Veranstaltungen. Wir brauchen nicht an die früheren Leben uns zu erinnern. Wenn wir wirklich die früheren 3, 4, 5 Leben, es gibt hier und jetzt ausreichend mit Tränen hervorbringenden Phänomenen. Und das ist eigentlich eine Erleichterung, dass wir die früheren Leben nicht erinnern kann, weil wir waren mehr primitiv in früheren Leben. Wir haben schlimmere Sachen in den früheren Leben gemacht als in diesem Leben. Und dann erinnert man sich an diese 3, 4 früheren Leben und deshalb möchte man gerne weitermachen mit seinen Plänen. Die Treibkraft der Evolution, das ist Erfüllung von Wünschen und Begierden. Das ist doch herrlich. Alle sämtliche Wünsche werden erfüllt. Aber niemanden von uns werden mit allen Wünschen sterben. Erfüllte Wünschen ersterben. Aber, und er spricht von, es gibt so kleine Faden von Leben zu nächsten Leben. Und das ist unerfüllte Wünsche, unerfüllte Begierden. Und deshalb möchte man ja sehr gerne wieder inkarnieren. Weil, und das ist schön zu wissen, alle Wünsche werden erfüllt. Das Problem ist nur Geduldigkeit. Jetzt in dieser Woche, jetzt in diesem Monat, jetzt in diesem Leben. Wir sollen nur mehr Geduld haben, weil das ist diese magnetische Kraft. Und deshalb möchte man also sehr gerne weiter inkarnieren, weil in diesem Leben werden wir nicht alle Wünsche erfüllt haben. Dann ist es ja gut, wir kriegen noch eine Chance und noch eine Chance. Und dann kommen wir zu diesem roten Bereich. Und das ist eigentlich pflanzenreich, aber das ist auch instinktreich. Und das symbolisiert das Embryo, Bildung von Embryo. Also am Ende, dann wird es mit der Paarung Vater und Mutter, also diese Empfängnis. Und dann gibt es diese 9 Monaten, wo der Foster wird aufgebaut. Das ist ja ein automatischer Prozess. Und Martinus sagt, wenn wir inkarnieren, dann sitzen wir nicht da und wählen, vielleicht, vielleicht nicht. Ja, das war gute Eltern. Das ist nicht ein bewusstes Wahl, ein bewusstes Entscheiden. Das ist wegen Gesetz von Anziehung und Abstoßen. Wir werden zu den richtigen Eltern. Zuerst werden wir zu dem richtigen Planet angezogen, dem richtigen Land angezogen. Einige finden Deutschland ist am besten, dann inkarnieren sie da. Ich finde Jütland in Dänemark ist am besten, dann kann ich da inkarnieren. So, das ist also, und wir haben alle sämtlich die besten Eltern, die man überhaupt hier im Universum finden kann. Da kann man sich wundern, gibt es wirklich nicht bessere Eltern als meine? Ja, also es gibt nicht besser, die bessere für mich war in meiner Entwicklung. Wir haben die allerbeste auf Gut und Böse, also wir haben die besten Eltern überhaupt bekommen. Das ist nicht ein bewusstes Wahl, aber in meiner ewigen Vergangenheit habe ich eine freie Wille gehabt und dann bin ich habe mich selbst erschaffen. Und das, die rote Farbe, das ist nur die Inkarnation, geht ganz schön automatisch. Dann kommen wir zu einem Symbol. Durch den Tod 2.
Und das ist ein bisschen problematisch, weil Martinus hat keine schriftliche Erklärung gemacht und er hat es auch nicht in seinen Vorträgen erklärt. Aber es gibt einen Vortragshalter, Erik Gerner Larsson, der hat einen Kursus in Martinus Geisteswissenschaft gemacht auf Dänisch. Und da hat er dieses Symbol erklärt. Und im Symbolbuch, dann steht mal, da gibt keine Symbolerklärung, aber in Noten gibt es eine Erklärung von Gerner Larsson. Und es geht darum, dass hier sehen Sie sechs Figuren, das ist die sechs Reichen des Spiralkreislaufes. Und links da einen roten Kreis und in der mittleren Feld gibt es eine rote Figur. Das ist eine Pflanze. Und im Mitten dann haben wir dann auch so einen großen orangen Kreis. Aber in der Mitte dann gibt es ein Hauptfeld. Das ist ein Tier. Und hier rechts, das ist also das Menschenreich. Und hier in der Mitte, da haben wir dann also ein wahrer Mensch. Und das ist also die geistige Daseinsebene. Und wenn ich das sehr kurz sagen soll, dann würde ich so sagen, das hier ist das wahre Menschenreich. Und das hier symbolisiert ein wahrer Mensch. Und das wahre Mensch kann sozusagen alles in der wahren Menschenreich erleben. Hier haben wir eine orange Figur. Das könnte ein verstorbener Mensch sein. Wie viel kann ein verstorbener Mensch in der geistigen Welt erleben? Dann kann man sagen, ja, ein verstorbener Mensch kann nicht so viel erleben wie ein richtiger Mensch, kann also weniger erleben. Und hier unten haben wir eine Pflanze. Eine Pflanze kann noch weniger erleben als wir in der wahren Menschenreich. Und wenn man dann da links oben geht, dann haben wir Weisheitsreich. In der Mitte gibt es ein Weisheitswesen. Unter gibt es eine gelbe Figur, das ist also wahre Menschen. Und darunter gibt es eine kleine orange Figur. Die Größe dieser orange Figur zeigt, wie viel wir im Weisheitsreich erleben kann, vergleicht mit der natürlichen Einwohner im Spiralkreislauf. Ein Weisheitswesen in der Mitte können viel mehr im Weisheitsreich erleben als ich als Mensch. Und hier in der Mitte mit dem großen blauen Kreis, unter den blauen Figur, dann gibt es diese Weisheitswesen mit gelber Farbe, die wahren Menschen. Und darunter gibt es ein verstorbener Mensch. Und das zeigt, wir können sehr, sehr wenig in die göttliche Welt überleben. Wir haben eine kleine Kapazität, um etwas in die göttliche Welt zu erleben, weil die Intuitionskörper ist ja fast latent bei uns. Und das war, was ich hier sagen kann über dieses Symbol. Aber man könnte das kurz sagen. Wenn man die Struktur des Bewusstseins kennt, dann, also bei den Menschen, wenn man die Bewusstseinsstruktur eines Menschen kennt, kann man im Voraus sagen, im Voraus berechnen, wie viel sie in der geistigen Welt erleben kann. Das ist klar. Wir Erdenmenschen haben ja doch eine gewisse Menge von Gefühl. Deshalb können wir auch schön viel im Menschenreich erleben. Aber unser Intelligenzkörper ist nicht so entwickelt. Deshalb können wir weniger im Weisheitsreich erleben. Und unser Intuitionskörper ist ja sehr klein. Deshalb können wir fast nichts in der göttlichen Welt erleben. Was wir auf der geistigen Ebene erleben können, hängt von unserem geistigen Körpern ab. Es steht im Programm bis 9 Uhr. Ja, ja? Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.